Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis kocht. Vorbereitungsspecial Teil 5. Heute geht es um das Abendessen und warum eine leichte Kost am Abend manchmal auch ganz gut ist und wie man so etwas ganz schnell und einfach machen kann. Heute machen wir ein Kabeljaufilet. Dazu gibt es Edamame mit ein paar Kirschtomaten und Spinat. Und ich starte als erstes mit dem Kabeljau. Den Kabeljau kann man wunderbar als Filet kaufen. Der Kabeljau gehört zu den beiden Lieblingsfischen bei uns. Wir haben den Lachs und wir haben den Kabeljau. Das liegt daran, dass das Fleisch wunderbar fest ist, dass es beim Braten immer noch saftig ist und dass man die Gräten sehr, sehr gut erwischt. Denn Gräten beim Essen hat keiner gerne und vor allen Dingen nicht unsere Jungs. Wir schneiden die Enden ab, weil hier ist noch etwas Tran dran. Dann schneiden wir uns schöne Stücke aus dem Kabeljau. Den Kabeljau braten wir jetzt in der Pfanne an, schön von beiden Seiten, dass er Farbe bekommt und etwas knusprig wird. Bei diesem Gericht haben wir bewusst auf Kohlenhydrate verzichtet. Jeder kennt das, wenn er ein bisschen an sich arbeiten möchte, versucht er das eine oder andere auszuprobieren. In diesem Fall ersetzen wir die Kohlenhydrate durch Proteine. Weil der Körper muss seine Zellen aufbauen, der Körper muss seine Muskeln aufbauen und dafür braucht er Proteine. Aus diesem Grund haben wir Edamame in Kombination mit dem Kabeljau. So haben wir eine optimale Ergänzung, was wunderbar schmeckt und was unseren Körper gänzlich ernährt. Für die Edamame schneide ich als erstes unsere Tomaten klein. In dem Fall werden wir sie heute mal vierteln, damit es in der Gesamtmenge besser untergeht. Dazu nehmen wir noch etwas Basilikum, weil die Kombination von Spinat und Basilikum einfach ein absolutes Geschmackserlebnis ist. Den Basilikum schneiden wir gar nicht klein, sondern wir lassen die Blättchen so, wie sie sind, weil sie sich dann wunderbar ergänzen mit dem Spinat, den wir ebenfalls als Blätter lassen. Das sieht von der Menge genug aus. Aber jetzt können wir erstmal den Kabeljau drehen. Als nächstes braten wir unser Gemüse an. Dafür nehme ich eine Pfanne und gebe etwas Olivenöl in die Pfanne. Als erstes geben wir die Tomaten in die Pfanne, damit die ein bisschen Zeit haben, um so zu schmilzen und warm zu werden, weil es eigentlich das Einzige ist, was richtig roh ist und was ein bisschen Zeit braucht. Die würzen wir natürlich auch direkt und geben etwas Salz und etwas Pfeffer dran. Als nächstes geben wir die Edamame hinzu. Und vollenden das Ganze mit ein bisschen Basilikum. Man sieht jetzt gut, wie der Spinat ein bisschen zerfällt und in sich einfällt. Und genau dann sind wir an dem Punkt, wo die Gemüsepfanne auch schon fertig ist. Das Gemüse vollenden wir jetzt noch mit ein bisschen Limettensaft. Wichtig ist, dass man die Limette am besten einmal richtig über die Arbeitsplatte rollt oder über das Brett, denn so bekommt man hinterher mehr Saft raus. Wenn man keinen Fisch mag, kann man die Proteine natürlich wunderbar ersetzen. Man könnte ein Hähnchen nehmen oder wenn man gar nichts Warmes möchte, könnte man sich auch einen Quark machen. Skyr ist zum Beispiel auch eine wunderbare Alternative, weil Skyr sehr viel Protein hat. Der Kabeljau ist auch fertig, das heißt, wir können anrichten. Wir nehmen unsere leckeren Edamame. Die leichte Note der Limette ergänzt sich übrigens wunderbar mit der Tomate. Die beiden harmonieren sehr gut zusammen. Das ist wirklich ein Gericht, was super lecker und ganz schnell nachzukochen ist. Probiert es doch einfach mal aus. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn da wird's süß.